Hallo, willkommen zurück bei Mad Max. Jetzt nehmen wir mal das Lager ein. Lager Knochenbruch. Wie der Titel ja schon in der Beschreibung sagt. Oh. Der hat noch was. Ja, die machen wir noch, aber nicht jetzt. Gollum. So, nehmen wir mal die Festung ein. Ja, wieso nimmt der jetzt das blöde Ding da nicht und schießt da mal drauf? Ach so, Tor schwach. So, dann kommt mal her, ihr Spackos. Wo sind sie denn? Was ist denn hier oben? Gehen wir direkt mal hoch. Da liegt nämlich schon mal Munition rum. Da liegen sie rum. So, hier noch was. So, Munition, Benzin. Wo ist denn hier? Au! Zack, komm hier. Au. Zack, auch noch ein paar hier. Knack, knirsch. So, der hat mir auch was übergelassen. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, ist hier noch irgendwas? Hier eine Insignie. Hab das schön angefertigt, mache ich aber direkt wieder kaputt. So was will ich hier nicht. Jetzt muss ich da rumlaufen, weil ich da nicht hochkomme. Und hier haben wir alles abgesucht, ja? Ja, haben wir, gut. Dann gehen wir mal weiter. Noch mehr von so ein paar Klappspaten. Ja, da kommt einer an. Dann komm mal runter. Schreist du denn so rum, ey? Komm hier. So, schreist jetzt immer noch? Schreikopf. Was zu essen brauche ich gerade nicht. Ist hier noch was? Hier liegt noch Schrott rum. Och, eins von sechs. Ja, da müssen da ja noch irgendwo ein paar rumliegen, ne? Dann werde ich da wohl noch ein paar finden. Da oben ist zum Beispiel noch eine. Na, gucken wir erstmal hier weiter. Komm hier. Nummer 2, weg. Hier gibt es sogar noch Wasser. Brauche ich aber auch gerade nicht. Da liegt noch ein bisschen Schrott. Den nehmen wir mit. Brauchen wir noch 4. Von da komme ich, können wir also hier rumgehen. Da liegt noch Benzin rum. So viel brauche ich dann auch nicht. Noch nicht. Guck mal da. Oh. Das war der Falsche.
will den ja platt machen. So, dann komm mal her. Au, ich hab doch geblockt. Also manchmal reagiert er echt nicht, wa? Du willst mich treten? So. Du noch. Du auch noch. So, habt ihr jetzt davon. So, von da bin ich gekommen. Gehen wir mal erstmal hier hoch. Und das für nichts, weil hier gibt es nämlich überhaupt nichts. Okay, dann treten wir erstmal hier die Tür ein. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Nix. Ah, wollte gerade sagen, kann ja nicht sein. Wenn da schon so eine Tür ist, dann muss da auch was zu finden sein. Und dann geht's hier weiter. Wenn die Tür mal richtig aufmachen würde. So, hier kann man auch rum. Dann gehen wir direkt mal hin. Hier gibt es nämlich noch Schrott. Hier noch so eine Insignie. Hauen wir natürlich auch kaputt. Brauchen die nämlich nicht mehr. Und dann gehen wir mal hier weiter rum. Da kommt schon wieder so ein Hampelmann an. Ah ja, ja. Ist aber lang für gebraucht, ey. Ich habe wohl deine ganzen Kollegen schon alle hier weggetrümmert. So. Zack, gute Nacht. Nichts liegen lassen. Okay, können wir ja weitergehen. Hier liegt auch gerade nichts rum. Da liegt noch ein wenig Schrott. So, jetzt brauchen wir noch einmal Schrott. Und dann haben wir das auch schon alles gefunden. Da gibt es wieder Wasser. Schreit der da rum. Du grabst mich nicht an, ey. Komm hier. Ja, wieder, ey. Zang. Weg. Dämlichen können nichts tun. So, was haben wir denn da noch? Kann man noch irgendwo was hier einsammeln? Da liegt noch was rum. Ein historisches Relikt. Was steht denn da drauf? Nahrung wird nur im Tausch gegen Regierungsgutscheine abgegeben. Bargeld wird nicht akzeptiert. Ah ja. Okay. So, dann haben wir hier schon wieder so ein Öldingens. Hier muss aber auch noch irgendwo Schrott rumliegen. Ich denke mal hier drin. Wie ich gesagt habe, das letzte Stückchen Schrott. So, dann haben wir hier einen Kanister. Können wir da mal hinlegen. Legen wir schon mal hier hin, dann machen wir das noch eben weg. Oh, da ist noch eine Insignie. Die reißen wir auch direkt ab. Mal eben so. Pem. Die haben wir dann auch.
Dann können wir jetzt dieses Pumpenteil mal hier hochjagen. Achso, falsche Taste. So, hier. Anzünden. Und tschüss. Ui. Ölpumpenlager Knochenbruch aufgelöst. Ist das nicht schön? Und direkt in 100%. Naja, war jetzt auch nicht sonderlich schwer eigentlich. So, wie komme ich hier wieder weg? Mit der Leiter. So, und raus hier. Komme ich heraus da? Sieht so aus. Hätten wir das Ding auch schon mal aufgelöst. So, dann haben wir hier wieder einige Punkte, die man eigentlich noch mal raussuchen könnte. Hier Putzcrew-Teile zum Beispiel. Die können wir uns mal eben holen gehen. Konvoi, ja, den müsste ich eigentlich auch nochmal platt machen. Forget not the grand Ocho, what sits on the hood. An ornament of great power for us. Oh. Ja, die wollte ich jetzt gar nicht verfolgen. Ich wollte ja eigentlich hier dieses Teil holen. Was hier irgendwo rumliegen müsste. Den ganzen Siff. Wo ist denn das? Hier? Ah, hier. Und da gibt's sogar Wasser. Ich muss aber nach unten. Bäh, was ein Schlick hier. Da haben wir eh nur einen. Dann haben wir hier noch so eine. Putzcrew-Teil. Haben wir dann auch komplett. Wunderbar. Können wir das nämlich auch schon gleich aktivieren. Ich habe, glaube ich, zwei Sachen jetzt fertig, die ich dann aktivieren kann. Dann habe ich zumindest immer irgendwas, was er automatisch macht. Weil wenn man zum Beispiel diese Putzcrew-Teile nämlich alle zusammen hat, dann wird halt der ganze Kram von Vogelscheuchen und von Autos, die man kaputt geballert hat, oder von gegnerischen Truppen, die dann irgendwas liegen lassen, automatisch eingesammelt. Was auch schon mal ganz praktisch natürlich ist. So, wo können wir jetzt hin? Guck mal hier, direkt wieder mehr aufgetaucht, oder nicht? Da haben wir zum Beispiel Wasserspeicherteile. Die gehen wir dann auch direkt mal holen. Wenn ich aus dem ganzen Schlick hier wieder rauskomme. Ah, der Griffer ist auch schon wieder hier. Wie hier denn, ja. Ach so, da geht die Straße weiter. Ich wollte gerade sagen, hä? Wo muss ich denn hier rum? Einfach hier durch.
So, hier hinterm Hügel. Outsider. Zack, hier. So, du auch noch ein paar. Kriegst du auch noch ein paar. Nichts dabei. Warte, Lucian, ey. Was zu essen, brauche ich nicht. Schrott. Oh, wir haben schon wieder 600. Müsste ich eigentlich mal gucken, ob ich mal an der Karre wieder updaten kann. Oh, 900 war, glaube ich, der nächste. Ah, ist noch ein bisschen was. Oh, ich müsste eigentlich meinen Charakter wieder updaten können. Eigentlich. So, ein erst. Wo ist eine andere geblieben? Dann muss er da ja noch einen geben. Theoretisch, für den Wasserspeicher. Wo ist denn der? Schrott. Aha. Schrottcrew-Teile, da. Hinder. Ist ja auch quasi um die Ecke. Mal hier abbiegen, dann sind wir schon da. Komm her. Hier, da wurde dann eine Mann um. Du noch. Ja, Messer habe ich eh noch genug. Brauche ich also nicht. Sammeln wir mal den ganzen Schrott hier ein. Wenn wir den was finden. Wo soll da liegen? Da. Schrottgrün. Fehlt mir noch ein Teil. Ich hab erst drei. Und hier muss noch was rumliegen. Und hier geht's nach oben. Hier ist die Leiter hoch. Da liegt noch Schrott. Das nehmen wir auch noch mit. So, Suchbereich 100%. Nichts anderes erwartet. So, mal auf der Karte gucken. Was können wir denn schon hier? Wo ist denn überhaupt das? Da. Putzcrew kann ich bauen und Spähcrew kann ich bauen. Mhm. Aber wo ist denn der Rest? Da muss ja noch irgendwo was sein. Irgendwas. Wahrscheinlich poppt das noch irgendwie auf. Wenn man was anderes noch macht.
Aber ich kann erstmal nach Hüß. Schnellreise. Jupp. Können wir am besten die zwei Teile erstmal bauen. That slut of yours looks meaner compared to the pile of crap it was. So I didn't pick up. Hallo, guten Tag. I heard it went up in flames, a violent explosion. Spekro hier, kann ich bauen? Bauen wir da mal. Alle Suchbereiche innerhalb des Hoheitsbereichs der Festung wurden auf der Karte markiert. Was macht der denn jetzt? Verbesserung? Ach, Festung verbessert, ja. Schön. Ich mache aber noch was. Ich kann auch noch was hier aufrüsten. Schrottcrew habe ich noch nicht zusammen. Aber ich hatte hier doch noch irgendwas. Wasserspeicher oder so? Ölbrunnen geht noch nicht. Das geht auch noch nicht. Das geht auch noch nicht. Aber das da kann ich, glaube ich, bauen. Jo. Putzcrew. Im Hoheitsgebiet der Festung wird der Schrott von besiegten Fahrzeugen automatisch eingesammelt. Ist das nicht schön? Ja, und weil das so schön ist, wieder ein bisschen was geschafft haben, würde ich sagen, beenden wir diese Folge und sehen uns dann in der nächsten wieder. Bis dahin, tschüss.